was zum Geier wolltest du da gerade tun? Wollte dich nur aufwecken. Man muss morgens was trinken, weißt du? Oh Gott, ich glaube, ich muss kotzen. Wie spät ist es? Es ist noch früh. Die Stadt schläft noch. Oh, was ist los, Kumpel? Du siehst nicht gerade glücklich aus. Ach, verpiss dich. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist eine von deinen langweiligen Reden. Und dann hat mir auch noch der blöde Koala was von meinen Sachen geklaut. Nur super. Einfach super. Ich sagte ja, du bist verflucht. Du hast aber nicht zugehört. Du verstehst nichts von der Macht des Ringes. Du bist einfach nicht intelligent genug dafür. Wenn du wie der Bösewicht in einem 007-Film redest, werde ich dich natürlich gleich viel ernster nehmen. Das Ende naht. Und du wirst dich noch gut an meine Worte erinnern. Welche Worte? Deine billigen Aphorismen aus dem Nachmittagsfernsehen? Man sagt, dass diejenigen, die die Vergangenheit ignorieren, verdammt sind, sie zu wiederholen. Aber welche Gefahren lauern auf jene, die die Vergangenheit nicht vergessen können? Jene, die davon besessen sind, sie zu wiederholen. Siehste, genau das meine ich. Sieht so aus, als würde dir deine Situation langsam bewusst. Du erinnerst mich immer mehr an mich selbst. Du hast sogar auf der Straße geschlafen, verdammt. Tja, sobald ich diesen Scheißring wieder habe, wird alles wieder ganz normal. Dann bin ich hundertprozentig sicher. Denkst du immer noch, du kriegst ihn zurück, nur weil du das so willst? Junge, ich sag dir, dieser Ring macht, was er will und wann er will. Und glaub mir, er sucht sich den Ringträger selbst aus. Okay, aber ich weiß, wer ihn im Moment hat. Ich muss diesen Dieb nur finden. Tja, viel Glück dabei. Alter. Mein Gott. Wir nehmen jetzt hier erstmal alles auf, was wir finden. Hey, Matt ist nicht auf dem Titel. Vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, den Fluch zu brechen. Das ist Mond. Das sind. Achso, das sind die ganzen Ausgaben. Okay. Eine Bananenschale und eine Partytröte. Eine Kiste, eine Absperrung. Huch, was ist denn da? Baseball. Eine Kiste voll Baseballs. Hier komme ich nicht durch. Das Rohrleitungssystem des Gebäudes. So, Straße. Oh nein, guck mal, wen haben wir denn da? Cancelled? What? Hey, was geht, Murray? Beschäftigt? Wie bitte? Ich fragte, ob Sie beschäftigt sind. Werd mal nicht frech, Junge! Ich weiß, ich stehe hier nur rum. Aber ich bin im Wachdienst. Ich bin ein Officer und verdiene Respekt. Ehrlich, Murray? Ist das so? Hey, was ist denn dein Problem? Red nicht mit mir, als würdest du mich kennen, ja? Und woher kennst du überhaupt meinen Namen? Oh nein. Ich bin Ihr anderes Ich. Aus einem Paralleluniversum. Na, das klingt ja mal interessant. Aber ich habe gerade keine Zeit, mir das anzuhören. Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Ich kann Ihre Gedanken lesen. Dann weißt du ja sicher auch, was ich jetzt denke, oder? Ja, klar. Sie denken, wenn der mein anderes Ich ist, warum bin ich dann so hässlich? Tatsächlich dachte ich an etwas sehr viel Beleidigenderes. Komm schon, verzieh dich. Sie sind nicht zufällig dieser Superagent, von dem alle reden, oder? Tja, vielleicht. Aber selbst die besten Samurai schneiden sich manchmal an ihren eigenen Schwertern. Was soll das heißen? Ich meine, ich konnte sie nicht retten. Wen? Armes Ding. Ja, aber wer denn? Es ist eine Geschichte von Verrat, Grausamkeit und Schmerz. Und, ehrlich gesagt, fällt es mir schwer, darüber zu reden. Ja, aber Sie können doch jetzt nicht einfach aufhören. Sie sagten was von Grausamkeit und Schmerz. Das sind so ziemlich meine Lieblingsthemen. Los doch, rücken Sie mit den blutigen Einzelheiten raus. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Das alles passierte vor 2 Jahren. Es war ein verregneter Tag und ich war auf Streife.
Ich hätte nie geahnt, welch grausame Wendung das Schicksal für mich bereithielt. Ja, ja, weiter? Es ist so. Ich wurde dringend zum Molyneux Park gerufen. Also ging ich der Schnurstracks hin und da sah ich es. Was sahen Sie? Kommen Sie, Murray, weiter! Es war eine Ente. Ein armes, kleines Entlein. Sie war mit dem Kopf unter Wasser gefangen und sie kam nicht mehr raus. Sie kam nicht mehr raus, verdammt! Oh, Scheiße! Ich sprang in den Teich und als ich sie aus dem Wasser hatte, atmete sie nicht mehr. Also machte ich Mund-zu-Mund-Beatmung. Aber es ist gar nicht so einfach für einen Menschen, die Lippen auf so einen Entenschnabel zu legen. Und als sie die Herzmassage ansetzte, brachen ihre Rippen wie trockene Zweige. Da verlor ich alle Hoffnung. Mein Gott, ich habe alles versucht, aber es war mir nicht vergönnt, sie zu retten. Es ging nicht. Aber... Seit jenem Tag ehren und belobigen mich viele meiner Kollegen. Ich bekam sogar einen Orden. Aber auch das wird das kleine Entlein nicht wieder lebendig machen. Ja, aber... Mein Inspektor sagte, man würde eine Straße nach mir benennen. Ich will aber nur, dass sowas nie wieder passiert. Mary? Ich glaube, Ihre Kollegen machen sich nur lustig über Sie. Wie kommst du darauf? Glauben Sie wirklich, Ihre Geschichte ergibt einen Sinn? Die größten Geschichten sind am schwersten zu glauben, mein Junge. Da sagen Sie was. Arme Ente. Und Sie haben wirklich einen Orden bekommen? Ja. Und die Überreichungszeremonie ist auch schon bald. Bald? Ist das nicht schon 2 Jahre her? Warum haben Sie denn dann den Orden nicht schon längst? Glaubst du, dass das Live Aid-Konzert über Nacht geplant wurde? Große Ereignisse brauchen Zeit und Vorbereitung. Der Captain sagte, man müsse noch die Fernsehrechte klären. Kann sein. Gab's denn für die Ente ein anständiges Begräbnis? Darum habe ich mich persönlich gekümmert. Das klang jetzt ein bisschen nach Barbecue, hm, Murray? Ach bitte, Junge! Ich habe sie in diesem Mausoleum, das ich als Weihnachtsbonus bekommen habe, zur Ruhe gelegt. Hab zur Erinnerung sogar einen kleinen Entenkopf in meine Polizeimarke gravieren lassen. Oh. Fuck, Murray, Mann. Ich war schon seit Beaches nicht mehr so nah am Flennen. Ich bin stolz auf Sie. Danke, Kleiner. Aber ich tat nur meine Pflicht. Aber jetzt wollen wir mal die Marke sehen. Ich will wirklich mal sehen, ob da dieser Entenkopf drauf ist. Kann ich die Marke mal sehen? Tja, normalerweise mache ich das ja nicht, aber... Ach, was soll's. Die Ente sieht eher wie ein Hase aus. Was? Nein, man muss den Kopf etwas schräg legen. Stell dir vor, die Ente schaut nach oben. Man erkennt aber einfacher einen Hasen. Ich meine, ganz ohne Kopf schräg legen oder so. Ich meine... Da sind die Ohren, da ist der Schwanz und hier die Nase. Nein! Warum sollte sich jemand einen Hasen auf die Marke gravieren lassen? Ja, vielleicht gibt es ja einen Kopf, der einen Hasen aus einem brennenden Fahrzeug gerettet hat. Aber egal, schauen Sie mal hin. Es ist im Leben keine Ente. Enten haben keine Zähne. Das sind Zähne. Hör auf! Es ist eine Ente. Ich wollte eine Ente und ich habe auch eine Ente bekommen. Schluss jetzt! Marys Marke. Ich brauch das Poster nicht. Wow, offensichtlich fällt die Sci-Fi-Con aus. Schade eigentlich. Hey. Was? Oh, tut mir leid. Wo habe ich nur meinen Kopf? Was? Hey, halt mal, Junge. Was soll das werden? Gib mir meine Marke zurück. Oh, tut mir leid. Wo habe ich nur meinen Kopf? Kann man mit der Marke irgendwie noch was anstellen? War jetzt eigentlich voll witzig. So, was hat uns der Dieb alles geklaut? Blödsinn. Oh. Huch. Na. Ha!
Mist. Ziel 6. Entschuldigung. Mist. Alter, wo? Oh. Okay. Cat murderer. Aber ich glaube, wir müssen ihm seine Marke wieder geben, ne? Bitte sehr, Murray. Sehr beeindruckend. Danke, Junge. Und jetzt, wenn es dir nichts ausmacht, lass mich weiterarbeiten. Okay, dann gehen wir mal zum Matt, weil der lebt ja noch. Da scheint ja wieder alles in Ordnung zu sein. Oh. Matt, Kumpel, mach auf. Ich hab lustige Brownies und die komplette Sammlung von den Toxic Avenger Filmen. Mit Kommentaren? Ja, klar. Ich hasse Audiokommentare, die klingen immer so arrogant. Ich schwitze mir lieber den Hals auf. Oder wir schauen sie ganz einfach ohne Kommentare an. Warum hast du die denn mit Kommentar gekauft? Waren die teurer? Glaubst du, du bist was Besseres, weil du dir das leisten kannst, oder was? Oh. Matt, ich will dich hier vom Selbstmord abhalten. Aber so wie du dich aufhörst, überlege ich mir das nochmal. Randall, hau ab! Ich will niemanden sehen, nur Sally. Okay, ich ruf sie mal an. Halt durch. Wag das ja nicht! Wo hast du überhaupt ihre Nummer her? Was hast du vor? Glaubst du, du kannst sie mir einfach wegnehmen, nur weil ich den Ring verloren habe? Oh, jetzt verletzt du mich aber zutiefst. Ich versuche hier dir zu helfen, Mann. Und wie willst du mir helfen? Du kannst nichts für mich tun, Randall. Was, wenn ich dir sage, ich kann deinen scheiß Ring wieder besorgen? Dann sag ich, dass das ziemlich unwahrscheinlich ist. Es sei denn, du warst es, der ihn geklaut hat. Ja, aber das hab ich nicht. Also sind wir zurück bei unwahrscheinlich. Ich könnte ihn zurückstehlen. Ich werd's versuchen. Ich versprech's. Na dann, viel Glück. Ich könnte den John Wayne für dich machen. Das bringt dich doch immer wieder hoch. Ich könnte das im Moment nicht richtig wertschätzen. Aber nur weil hier draußen nicht genug Platz dafür ist. Also komm schon, mach auf. Dann kann ich's richtig machen. Danke, Randall. Aber dein Hintern wird mir heute nicht helfen. Okay, deine Entscheidung. Aber ich hab ein paar neue Moves drauf. Aber hey, scheiß drauf. Gut zu wissen. Aber ich brauche jetzt nur Sally. Mann, wir schaffen das schon. So wie wir die dunkle Bedrohung überlebt haben. Mann, wir wollten nie wieder von dem Scheiß reden. Der Streifen hat uns richtig fertig gemacht. Und dann brauchten wir monatelang eine Therapie, bis wir überhaupt wieder reden konnten. Ja, aber ich weiß noch, dass dann meine ersten Worte Michse-Dichse waren. Ja, und ich weiß noch, dass ich dir eins mit einer Lampe übergezogen habe. Dann warst du noch 2 Tage bewusstlos. Tut mir übrigens leid. Ach komm, mach dir nichts draus. Ich hab der Narbe sogar einen Namen gegeben. Sieh mal, wir haben eine Menge zusammen durchgemacht. Hey, erinnerst du dich noch ans College? Sehr vage. Ja, weil wir uns voll auf die neuen Erfahrungen konzentriert haben. Weißt du noch, wie wir mal einen Feuerwehrwagen angezündet haben? Hey, Mann. Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Ich weiß, Kumpel, aber das war nicht in Vegas, sondern einfach die Straße runter. Oh! Stimmt. Ach komm schon, wenn ich was weiß, dann, dass Matthew Griffin richtig Party machen kann. Saufen wir deine Sorgen einfach weg, okay, Kumpel? Du raffst es nicht, Randall. Der Ring war mir echt wichtig. Mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann. Ach Mann, Kopf hoch. Du rufst Sally einfach an und erzählst ihr, was passiert ist. Die versteht das sicher. Ich hab sie schon angerufen. Sie ist unterwegs. Ich hoffe nur, sie ist bald da, weil wenn nicht, dann... Matt, mach doch keinen Blödsinn, hörst du? Warte einfach auf Sally und rede mit ihr. Das ist kein Weltuntergang. Inzwischen versuche ich, den Ring zurückzukriegen. Vertrau mir. Ich weiß, das klingt komisch, aber... Naja, ich schaff das. Aber wir kommen hier nicht rein, ne? Ich komm nicht ran. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da.
Das gehört Matt. Das bleibt hier. Dazu fällt mir nur eins ein. So, da kommen wir aber noch rein. Ich komme nicht ran. Vielleicht. Das bringt nichts. So komme ich nicht ran. Oder vielleicht an den Flipper-Automat? Könnte ja auch möglich sein, dass wir einfach nur den hier ran. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Da haben wir hier ein Sofa, die Bilder, der Flipper-Automat. Okay. Haben wir da irgendwie was? Verschlossen. Ha. Jetzt nicht. Ich habe hier noch nie angeklopft und ich fange jetzt ganz bestimmt nicht damit an. Können wir ihn vielleicht den Baseball am Kopf werfen?